Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch einen typischen Anfängerfehler aufzeigen. Und zwar geht es hierbei um die Truma Duo Control Gasdruckregler. Die Gasregler sind eine absolut feine Sache, da auch während der Fahrt diese Gasanlage aufgedreht sein darf. Ein Crash-Sensor sorgt hierbei für Sicherheit. Aber worin besteht jetzt dieser kleine Tipp? Nachdem wir eine Flasche gewechselt haben, beziehungsweise die Gaszufuhr unterbrochen haben, weil das Fahrzeug längere Zeit stand, und wir dann hinten wieder die beiden Gasflaschen öffnen, dann irgendwo stehen und uns heißes Wasser für Kaffee oder Tee zubereiten wollen, kommt, wie wir hier sehen können, kein Gas aus der Leitung. Das heißt also, nochmal hinten gegangen, nochmal nachgeguckt, sind die Ventile alle aufgedreht? Ja, das sind sie. Die Truma Duo Kontrollanzeige zeigt beide Flaschen auf grün, also ist auch genug Gas vorhanden. Aber zusätzlich gibt es ja nochmal eine Leitung, wo wir alles abstellen können, also auch dieses nochmal kontrolliert. Aber die Leitung ist komplett offen. Doch dann fiel mir ein, bei der Erklärung dieser Gasanlage, es gibt da ja noch diesen Crash-Sensor. Dieser Crash-Sensor, wie schon erwähnt, unterbricht zum Beispiel bei einem Unfall die Gaszufuhr und muss dann natürlich auch wieder anschließend oder nach einem Flaschenwechsel eingedrückt werden. Ein kurzer Blick genügt, aber wir sehen, der Sensor ist eingedrückt. Das heißt also, das Gas kann eigentlich fließen. Letztendlich bleibt jetzt also nur noch über der Knopf, der die Gasleitung unterbricht. Diesen Knopf werden wir jetzt eindrücken und schauen, was dann passiert. Und natürlich dann auch gleich bei der zweiten Flasche. So, jetzt kommt ein neuer Versuch. Ab zum Herd und versuchen den Herd anzuschalten. Und wie wir sehen können, auf Anhieb ist das Gas wieder da. Also liebe Freunde, nicht vergessen, nach einem Flaschenwechsel oder nach einem Abdrehen der Gasleitung anschließend beim Aufdrehen den Unterbrecherknopf zu drücken und dann kann die Küche wieder warm werden. So, ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich mit diesem Tipp helfen. Ich würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben und lasst auch gerne einen Kommentar da. Und als letztes sage ich wie immer ciao ciao und bleibt alle gesund.